Hallo, Bibi. Nanu? Wo sind denn die ganzen Pferde? Das Gewitter muss sie ganz fürchterlich verschreckt haben. Wir glauben, dass sie in Panik geraten und durch das Gatter gestürmt sind. Aber das ist ja furchtbar. Kann ich euch helfen? Könntest du die Strecke zur alten Eiche mit deinem Pferd abreiten? Und danach mit dem Hufschmied sprechen? Vielleicht hat er einen guten Rat. Okay, ich mache mich gleich auf den Weg. Bereit für ein kleines Quiz?
Danke für deine Unterstützung. Oh, hi. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Nein, stimmt. Ich bin Alex, Tinas Freund. Ich habe einen Wirren gehört. Und dachte, ich sehe mal nach dem Rechten. Das trifft sich gut. Kannst du hier bleiben, bis ich die anderen geholt habe? Na sicher. Ich sehe schon zu, dass ihnen nichts passiert. Okay, ich reite sofort los. Tolle Neuigkeiten, Tina. Die meisten Pferde stehen bei der alten Mühle. Puh, da sind wir aber erleichtert. Geht's Ihnen gut? Ich glaube schon. Ich habe Alex kennengelernt. Er passt auf Sie auf. Es ist nur... Nur was? Doch hoffentlich keine schlechten Nachrichten. Nun ja, Amadeus fehlt. Was? Oh nein! Wo ist mein Liebling nur? Bibi, was sollen wir tun? Ja, Bibi, kannst du nicht hexen, damit wir Amadeus finden? Ich denke schon. Das ist schließlich ein Notfall, denke ich mal. Allerdings brauche ich irgendwas von Amadeus. Haare oder so. Hilfst du uns? Nichts lieber als das. Ich mache mich gleich auf die Suche. Sieh mal irgendwo beim Stall. Wir holen so lange die anderen Pferde zurück. Hallo! Hallo! Was würden wir nur ohne dich machen? Damit funktioniert der Hexspruch sicher. Ene mene widerist, ich will sehen, wo Amadeus ist. Hex, Hex! Und? Wo steckt der arme Kerl? Sieht so aus, als hätte er sich im Garten des Schlosses versteckt. Naja, dann ist er wenigstens in Sicherheit. Alex wird ihn bestimmt herbringen. Oh ja, das glaube ich auch. Oh, eins noch. Ja? Was gibt's denn? Könntest du noch Freddy beim Hufschmied Bescheid geben? Er soll sich das Gatter mal anschauen und am besten gleich reparieren. Man braucht also mal wieder meine Hilfe auf dem Martinshof, ja? Ja, das Gatter ist kaputt. Es sind sogar einige Pferde ausgebüxt. Oh, ich bin nicht der größte Pferdefan, aber ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ja, wir haben mittlerweile alle wiedergefunden. Scheint, dass Bibi und Tina ganz schön froh sein können, dich zu haben. Du kannst ihnen sagen, dass ich gleich nachher mal vorbeischaue. Oh, prima. Vielen Dank. So bin ich.
Dank deiner Hilfe konnte ich alle Pferde sicher zurückbringen. Oh, sogar Amadeus ist wieder da. Vielen Dank, Alex. Ach was, nichts zu danken. Und freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Mich freut es auch. Tina hat schon so viel von dir erzählt. Haha, ich hoffe nichts Schlimmes. So, jetzt muss ich aber los. Kümmerst du dich noch um deine Pferde? Die haben auch tolle Arbeit geleistet. Das kannst du laut sagen.